ein langer Tag, aber das geht gut. Das jetzt sozusagen im Hintergrund hören wir gerade Nein heißt Nein. Wenn man dieses Urteil nimmt, dann heißt Nein jetzt aber Ja. Denn dann dürfen im Prinzip Männer sich über das Nein der Frau hinwegsetzen. Das kann nicht sein. Deshalb werden wir auf jeden Fall den Zustand vornehmen. Was können Sie da jetzt tun? Wir legen Berufung ein. Dann geht es zum Landgericht in Berlin. Dort fängt es praktisch wieder bei Null an. Es werden nochmal alle Zeugen gehört. Die Beweisaufnahme geht bei Null los. Die Frage ist natürlich, ob Frau Hofing das psychisch durchsteht. Wir haben das jetzt erstmal besprochen. Wir werden uns aber in den nächsten Tagen treffen und dann entscheiden, ob es dann zum Landgericht geht. Was sagen Sie zur Urteilsbegründung der Richterin? Ist das für Sie noch? Die Urteilsbegründung passt zu dem ganzen Verfahren. Ja, völlig einseitig. Es wird nur das Belastende rausgesucht. Alles, was für Frau Hofing spricht, dass sie zum Beispiel beide Hände in den Schambereich hält während der ganzen Videoaufnahmen, wird gar nicht erwähnt. Oder dass sie gewürgt wird. All das wird unter den Tisch fallen gelassen. Und die drei, vier Punkte, die man als Belastende erachtet, die hält man ihr vor. Ich habe selten ein so einseitiges Urteil. Lisa selber ist aus dem Gerichtssaal ausgestürmt. Was ist denn zustande? Ja, sie war vorher schon sehr angespannt und wollte unbedingt das Urteil mitbekommen. Sie hatte auch noch eine kleine Hoffnung auf einen Freispruch, aber als sie dann hörte, dass sie verurteilt wird, hat sie gesagt, das muss ich mir nicht antun, das will ich mir nicht antun und ist rausgelaufen. Was hat dieses Urteil jetzt für eine Aussagekraft auch für alle anderen Verfahren? Also ich mache mir ganz große Sorgen um alle Frauen, die so etwas anzeigen. Ich hatte bei mir in der Kanzlei jetzt schon mehrere Frauen, die gesagt haben, im Hinblick auf das Lofing-Verfahren trauen wir uns nicht mehr. Wir haben einfach Angst, dass wir hinterher selbst auf der Anklagebank landen. Das ist das völlig falsche Signal und deshalb kämpfen wir auf jeden Fall gegen dieses Urteil an. Super, vielen Dank. Das machen wir ja, genau. Das machen wir.